Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem täglichen Horoskop. Heute schauen wir uns die Bereiche Karriere, Gesundheit und Liebe an. Im Anschluss gibt es noch einen wichtigen Tipp für Ihren Alltag. Auf diesem Kanal werden von Montag bis Freitag Horoskope zu jedem Sternzeichen hochgeladen. Um in Zukunft nichts zu verpassen, abonnieren Sie diesen Kanal jetzt kostenlos. Los geht's! Karriere. Die Zuversicht, die Sie zu Beginn des Tages haben, hält vielleicht nicht so lange an, wie Sie es sich wünschen. Machen Sie sich darüber keine Sorgen. Sie müssen nicht immer 100%ig da sein. Scheuen Sie sich nicht, für eine Weile in den Hintergrund zu treten und Ihren Akku aufzuladen. Gesundheit. Bei der heutigen Planetenstellung werden Sie zwangsläufig eine gewisse Spannung verspüren, wenn es darum geht, das zu bekommen, was Sie wollen. Sie können versuchen, sie zu ignorieren, aber am Ende wird Ihre Frustration nur zunehmen, wenn Sie nur wenig Kontrolle haben. Es empfiehlt sich, die Kontrolle zu übernehmen, bei Ihrer Ernährung, Ihrem Sportprogramm und Ihrem Tagesablauf. Die Ruhe, die Sie brauchen, bestimmt Ihre Herangehensweise an das tägliche Leben. Warum also nicht Ihre Schlafenszeit kontrollieren und morgen auf der richtigen Seite des Bettes aufwachen? Liebe. Die Energie der heutigen Astralkonfiguration bedeutet, dass Sie Ihr Liebesleben verbessern können, wenn Sie rausgehen und sich an Diskussionen beteiligen, in Ausschüssen mitarbeiten und sich in sozialen Projekten engagieren, wenn nötig, auch aus der Ferne. Das geschieht nicht, indem Sie einfach hoffen, jemand Besonderen zu treffen, sondern indem Sie sich beteiligen und Ihren Horizont aktiv erweitern. Auf diese Weise wird eine bestimmte Person Sie vielleicht für das lieben, was Sie sind. Jetzt noch ein kleiner Tipp für Ihren Alltag. Bleiben Sie geistig fit. Die Mehrheit der Menschen steckt in einem Trott fest. Sie gehen jeden Tag zur gleichen Arbeit, treffen die gleichen Freunde und essen an den gleichen Orten. Das mag sich zwar sicher anfühlen, aber es ist nicht der anregendste Lebensstil für Ihr Gehirn. Die Synapsen wurden schon genug aufgebaut, also versuchen Sie etwas, das Sie nicht können. Kaufen Sie sich einen Bausatz für ein Modellauto, beherrschen Sie die Kunst des Sudoku oder Kreuzworträtselns oder belegen Sie ein Studienfach an Ihrer nächsten Hochschule. Der Punkt ist, dass Sie immer wieder neue Dinge lernen müssen, um Ihr Gehirn auf Trab zu halten. Bilden Sie neue Synapsen, indem Sie Ihren Verstand zwingen, auf eine Art und Weise zu arbeiten, wie er noch nie zuvor gearbeitet hat. Genau wie beim körperlichen Training wird zu viel von der gleichen Übung irgendwann keine Ergebnisse mehr bringen. Wechseln Sie ab. Vielen Dank fürs Zuschauen. Teilen Sie dieses Horoskop gerne mit Ihren Freunden und Ihrer Familie. Hinterlassen Sie auch gerne einen Kommentar. Schauen Sie morgen wieder für Ihr neues Horoskop vorbei. Bis dann!